So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe den ganzen Tag schon wieder scharf gegessen, das heißt, ich habe jetzt Durst kurz vorm Kollabieren und habe mir gedacht, ich habe noch 4 Dosen Warheads im Kühlschrank, also eine sehr saure Limonade, die möchte ich jetzt mal mir angucken, wie sieht die Farbe aus, wie ist der Geschmack, alle 4 dann zusammen im Ernesto-Glas einschenken, mischen und chuggen. Für Thumbnail muss ich das jetzt aber irgendwie hier reinhalten, dass ihr hier vorne drauf das auch irgendwie sehen können. Ich habe nur keine Ahnung wie, weil eigentlich sind das sehr schöne Dosen. Vom Design her sehen die sehr gut aus, aber wir müssen sie wahrscheinlich, es blendet, es macht ein Zeug, ein Hin und Her, 0% Juice. Soll das jetzt gut oder schlecht sein? Da steht 0% Juice, also es ist einfach auf jeden Fall kein Saft. Wir gehen mal der Reihe nach kurz durch und schauen mal, was das jetzt hier alles ist. Wir haben einmal Warheads Sour Lemon Soda. Also Zitrone ist ja von Haus aus eigentlich schon sauer. Das ist nochmal richtige Warheads Lemon Soda. Dann haben wir saure Wassermelone Soda. Davon halte ich ja nichts. Von Lemon übrigens da auch nicht. Dann haben wir Sour Black Cherry Soda. Es wird immer schlimmer. Und wir haben saurer grüner Apfelsoda, das müsste man so kennen. Das ist bestimmt das Beste, aber wahrscheinlich auch nicht meins, weil ich bin ja jetzt nicht der saure Typ. So, Bilder habe ich auch schon wieder vergessen, aber egal. Wir fangen jetzt direkt mal an mit der Warheads sauren Limonade, die sehr durchsichtig gelblich aussieht. Wir schenken mal hier ein Gläschen in das Berliner Luftgläschen, probieren aber aus der Dose. Ah. My flavor packed sour soda will blow your mind and taste buds away. Wally, sogar noch unterschrieben. Also ja, Warheads sind ja eigentlich saure Bonbons zum Lutschen. Das schmeckt eigentlich kaum. Naja, ich würde es jetzt nicht als Erfrischungsgetränk nehmen, sondern einfach nur als was Abartiges, weil du trinkst und sagst, okay, das ganze Gesicht verzieht sich, es ist schön gelb, es sieht gut aus. Wir packen es mal hier rein ins Ernesto-Glas, weil aus dem Glas probieren wir es jetzt nicht. In dem sieht es nämlich noch besser aus. Du merkst, dass es Zitronensäure sein soll. Du merkst, es ist wirklich mega sauer. Es ist unangenehm. Mir schmeckt es gar nicht. Sowas würde ich nie kaufen. Aber ich habe es mal mitgenommen, um es euch zu zeigen. Warheads Sour Lemon Soda. Wer sowas trinkt, das müsst ihr mir noch erzählen und in die Kommentare schreiben. Dann aber als zweites natürlich saure Wassermelone. Eine Wassermelone ist von Haus aus ja nicht sauer. Die schmeckt ja nach Wasser. Zitrone ist sauer, Wassermelone nicht. Muss da jetzt also wieder viel mit Chemie experimentiert werden? Oder schmeckt das jetzt angenehmer? Wir füllen es kurz hier ein. Wir lassen es kurz stehen. Wir probieren aus der Dose. Also hat absolut gar nichts mit Wassermelone zu tun. Das schmeckt wie irgendwelche komischen rote Beeren. Aber auch mega sauer. Wassermelone, hä? Wer hat das draufgeschrieben, hätten sie Wild, Sour Wild Berry draufgeschrieben. Und dann hätte das für mich noch gepasst. Aber Wassermelone ist das nicht. Sieht schön aus, ist zart rosa, das passt so. Machen die halt Wassermelone von der Farbe her. Jetzt haben wir es gemischt. Jetzt sieht es in dem Glas aus wie ein schöner Roséwein. Ich bin kein Weintrinker, das ist egal. Jetzt haben wir aber was Rotes mit. Warheads Sour Black Cherry Soda. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen. Dabei muss ich das ganze Glas am Ende ja noch trinken. So, das muss jetzt schön rot sein. Wir stellen es kurz mal auf den Tisch. Wir probieren wieder aus der Dose. Und obwohl ich keinen Kirsche mag, muss ich sagen, ist das bis jetzt der angenehmste Geschmack von allen. Schmeckt wirklich wie so eine schöne Cocktailkirsche, die sie dir manchmal aufs Eis oben auf euren Eisbecher draufknallen beim Italiener. So kannst du dir das vorstellen.
saurer als normal, aber irgendwie auch süßlich, aber irgendwie am angenehmsten von allen Sorten, die ich jetzt gerade hier hatte. Ist auch richtig schön kräftig rot. So stellt man sich auch Wassermelone vor. Hä? Das wird ja immer besser. Jetzt haben wir die nächste Farbe also ab. Das Glas ist wieder rot. Blutrot, die Halloween-Maß ist schon wieder am Start. Und am Ende haben wir noch sauren Apfel. Da kann nichts schief gehen, weil saurer Apfel ist saurer Apfel. Der schmeckt bestimmt immer. Die Dinger sind ja sowieso wieder, die habe ich alle aus Kanada importiert. Die gibt es bei uns bestimmt auch. Deswegen ist da nirgendwo Pfand drauf. Boah, die Farbe sieht gut aus. Ich wundere mich sowieso, wieso ich so schön in die Dose reingucken kann und das aussieht wie durchsichtig. Eigentlich ist so da am Boden, da ist so kein Licht drin. Eigentlich siehst du da gar nichts. Wir probieren saurer Apfel. So, und ich nehme alles zurück. Kirsche war zwar okay, aber das ist der beste. Also Warheads, saurer Apfel, Green Apple Soda, sauer. Der schmeckt so, wie es sein soll. Das ist sogar ein bisschen erfrischend. Das ist ein Geschmack, den kennt man, der passt. Für mich ist das also Platz 1, grüner Apfel. Dann auf Platz 2 kommt Black Cherry Soda. Ich würde wahrscheinlich auf Platz 3 sogar die saure Lemon Soda packen, weil das ist zitronig sauer. Und das Schlimmste und Schlechteste vor allem ist Watermelon Soda, weil das einfach wirklich nur die pure Chemie ist. Jetzt guckt euch nochmal die Farbe an. Das ist die Farbe von dem Apfel. Das kommt jetzt hier wieder rein. Jetzt haben wir da nur so ein bisschen. Aber wir wollen ja ein ganzes Glas Ernesto chucken. Das heißt, wir müssen hier beide Teile noch was reinfüllen. Das war bestimmt zu viel von den ekligen Sorten. Und die guten Sorten haben wir jetzt wieder zu wenig hinten ran. So, kommt das noch da rein. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Jetzt noch ein Ernesto voll sauer. Der Warheads, der Sauer Warheads Chuck. Oh, erst noch mal kurz was rauslassen und jetzt rein. Zieht sich die ganze Gusche zusammen, also das ist auch auf jeden Fall nicht appetitlich, das ist nicht lecker, gibt's nicht euren Kindern, gibt's nicht euren Eltern, gibt's eurem Feind, der wird sich freuen. Sag, guck mal, ihr habt da was Besonderes mitgebracht, Warheads. Wenn ihr das kennt, schreibt's in die Kommentare, gibt's noch mehr Sorten, was ist eure Lieblingssorte? Oder kennt ihr die Süßigkeit? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses, wie schlecht.